Danke für eure langjährige Verbundenheit und Unterstützung. Thank you.
Thank you.
Hochverehrtes Publikum, kommen Sie bitte mit mal eben ins Jahr 2008. Warum? Anfang Juli 2008 hat nämlich Karin Koch in den Gurfenberg-Chor eingeführt. Was ich erwartete, war so eine Art Casting mit Vorsingen und auch mindestens ein freundliches Ja vom Chorleiter Herrn Gurfenberg. Schenkte. Bei meiner dritten Chorprobe verteilte er Liedtexte und forderte mich auf, Klarsichthüllen zu kaufen. Meine Antwort: Nun, werde ich Geld für Klarsichthüllen ausgeben? Woher soll ich wissen, ob ich im Chor mitarbeiten darf? Hört mal alle her, sagte er. Ein junges Paar bekam einen Sohn. Nach einem Jahr sprach er noch kein Wort. In 2, 3, 4 Jahren immer noch nicht. Vater und Mutter waren verzweifelt. Was sollten sie nur machen? Ihr Sohn taubstumm. Beim Mittagessen an einem Feiertag aber rief Sohnemann plötzlich: Die Suppe ist versalzen. Wie? Riefen Mutter und Vater, du kannst sprechen. Warum hast du noch nie was gesagt? Antwort: War doch immer alles in Ordnung. Ich kapierte sofort, das war meine Ernennung zum Chormitglied. Und wie wir alle habe ich bis zu seinem Abschied von der Erde am 18. April 2022 endlich viel von ihm gelernt. Josef war ein mit geistreichem Humor gesegneter Mensch und hochbegabter Musiker, der unserer Seele eine Stimme geben und sie bis zur Konzertreife entwickeln konnte. Außerdem war er ein exzellenter Arrangeur und fantasievoller Autor von Liedtexten. So hat uns Josef auf der Karawane unseres Lebens ins gelobte Land geleitet. Er hat uns jüdisches Leben in Antwerpen, Stettin, Vilnius, Krakau, Berlin, Andernach und vielen anderen Orten, in Synagogen, Kirchen, Gedenkstätten, erleben und musikalisch gestalten gelernt. Gala war zum Glück immer mit dabei. Bei aller Autorität, die er hatte, war er ein bescheidener Mensch. Zugleich aber auch der Ordnungsliebende und zuletzt sogar verdienstkreuztragende Ballenboss unserer liebevollen Mischkoche. Und jetzt, 2 Jahre nach seinem Abschied, probieren und arbeiten wir mit Konstantin mit großer Freude alle Freiheiten des Neuanfangs. Und neues Licht macht unseren Horizont so hell und frei. Glaub uns, Josef, bei uns gibt's kein Schlamassel. Nein, im Gegenteil, es ist noch alles immer in Ordnung. Dein Erbe, das jüdische Weltkulturerbe, bewahren wir. Und wenn wir dir in Stunden der Erinnerung begegnen, dann ertönt das Lied: Auf der Welt soll sein Shalom. Und wir singen das fortissimo zusammen mit dem Lied: Löscht das Feuer, beweist, dass ihr das könnt. Und was das für unseren Chor bedeutet, hat Kaddisch Kantor Frankamp in seiner Frohen Botschaft an uns so formuliert: Möge das Andenken an Josef sie alle inspirieren und möge ihre künstlerische Arbeit die Freundschaft und den Frieden auf der Welt mehren. Liebe Damen, liebe Herren, schlussendlich gibt es immer wieder Augenblicke, in denen wir Josef spielen zu hören glauben. Und dann regnet es wundervolle Klezmerklänge vom Klezmerkönig und es lacht der Wind im Korn, lacht und lacht, lacht er ob der Torkagatzen mit einer halber Nacht.
bist und bleibst du für alle Zeit. Änder auf unserer Welt. Eu, Josef, Goscha, Bruderherz. Thank you.
Alles war und stand, aber ich darf es kennen.
herzlichen Wiedersehen. Rüssel hat früher immer gesagt, Pause ist jetzt 5 Minuten pro Person. Das würde uns heute echt überfordern, aber ein bisschen wird es dauern, bis jeder sein Gläschen Wein bekommt, aber viel Spaß in der Pause bei Gesprächen und ein Glas Wein.